Was kann man gegen Eifersucht machen? Immer wieder fragen mich Betroffene, die unter Eifersucht leiden, welche Möglichkeiten gibt es da? Was kann man gegen Eifersucht machen? Eifersucht ist ein echt blödes Gefühl. Und dieses Gefühl kann dazu führen, dass wir manchmal Dinge tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Wussten Sie eigentlich, Eifersucht ist eines der häufigsten Motive bei Tötungsdelikten? Kennen Sie das hier? Immer wieder erzählen mir Klienten im Coaching, ich habe das Handy kontrolliert, ich habe die E-Mails kontrolliert, ich fahre meinen Partner nach und prüfe, ob er die Wahrheit sagt. Und ich prüfe, ob mein Partner bei WhatsApp online ist. Aber Sie interessiert ja heute eine Antwort auf die Frage, was kann man gegen Eifersucht machen? Bevor ich Ihnen diese Frage beantworte, möchte ich mich ganz kurz vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Mein Name ist Ingo Steinbock. Seit 2010 bin ich hauptberuflicher Hypnose-Coach in eigener Hypnose- und Coaching-Praxis in Düsseldorf. Ich bin Spezialist für Eifersucht-Emotionscoaching. Mehr als 3000 Klienten haben uns schon besucht. Die Methoden, mit denen wir arbeiten, sind Hypnose, Wingwave, EFT, EMDR und NLP. Und jedes Jahr besuchen uns mehr als 450 Klienten wegen Eifersucht und Verlustangst. Man kann also sagen, wenn uns jedes Jahr ca. 450 Klienten zum Thema Eifersucht und Verlustangst besuchen, dann sind das bei ca. 200 Arbeitstagen pro Jahr täglich 2,25 Klienten. Wir wissen also sehr genau, über was wir hier reden und was man gegen Eifersucht und Verlustangst machen kann. Wenn Sie als Betroffene auf der Suche sind nach Antworten auf die Frage, was kann man gegen Eifersucht machen, dann werden Sie verschiedene Antworten bekommen. Möglicherweise werden Sie folgende Möglichkeiten finden bzw. auch nutzen. Hilfe über Freunde und Bekannte. Das eine oder andere Buch. Therapie, Angebote. Selbsthilfegruppen. Und irgendwann stolpern Betroffene dann auf die Möglichkeiten der Hypnose. Der typische Anruf lautet dann häufig, Sie sind meine letzte Chance. Gehen wir die einzelnen Schritte einfach mal durch. Hilfe durch Freunde und Bekannte. Nun, was können Ihre Freunde und Bekannte schon machen? Sie hören Ihnen bestimmt aufmerksam zu und versuchen Ihnen zu erklären, dass Ihre Eifersucht vielleicht sogar unbegründet ist. Ob das immer so hilft? Sie können auch das ein oder andere Buch lesen. Eine gute Idee, oder? Es gibt interessante Bücher zum Thema Eifersucht. Diese helfen Ihnen zu verstehen, warum Sie unter Eifersucht leiden. Die Frage warum hat allerdings einen kleinen Haken. Hierzu ein Zitat von einem meiner Lehrer. It doesn't help to understand why you are fucked up. You might know, but you still are. It takes another process to change your state, instead of understanding it. Auf Deutsch, es hilft nicht zu verstehen, warum du verrückt bist. Wenn du es weißt, bist du es immer noch. Es braucht eine andere Strategie oder Prozess, um deinen Zustand zu verändern, anstatt ihn zu verstehen. Dr. Richard Bandler, der Urvater des NLP. Wollen Sie Ihren Zustand verstehen oder lieber verändern? Die Frage nach dem Warum kann auch gefährlich sein. Hierzu ein Beispiel. Vielleicht kennen Sie das. Sie fahren durch die Stadt, eine Person kommt Ihnen entgegen und grüßt Sie. Schon erlebt? Bestimmt, oder? Und vielleicht haben Sie diese Person aber jetzt nicht sofort erkannt und Sie fragen sich jetzt selber, wer war das gerade? So etwas haben Sie doch bestimmt schon einmal erlebt, oder? Ein anderes Beispiel. Sie sind auf der Suche nach einem Kleidungsstück, finden es nicht und fragen sich jetzt selber, Mensch, wo habe ich das bloß hingelegt? Und plötzlich, so vielleicht ein bis zwei Tage später, Sie denken jetzt gar nicht mehr an die Person, die Sie nicht erkannt haben, oder an das Kleidungsstück, welches Sie gesucht haben. Und aus heiterem Himmel fällt Ihnen ein, welche Person das war oder wo das Kleidungsstück ist. Kommt Ihnen das bekannt vor? Fast alle Personen, denen ich diese Frage gestellt habe, sagen zu mir, ja, so etwas kenne ich. Was passiert im Hintergrund, wenn wir uns selber eine Frage stellen? Eigentlich ganz einfach. Unser Unterbewusstsein nimmt die Frage, wer war das, als Auftrag. Es geht jetzt ins Archiv auf die Suche und sucht zum Beispiel unsere Personendatenbank ab. Und die Wissenschaft geht davon aus, dass dieser Prozess maximal 48 bis 72 Stunden dauert. Das bedeutet also, unser Unterbewusstsein sucht jetzt für die nächsten 2 bis 3 Tage im Archiv nach Antworten auf die Frage, wer war das? Sobald die gewünschte bzw. die bestellte Info da ist, wird diese ins Bewusstsein geschickt und steht uns dann zur Verfügung.
Und jetzt wollen Sie bestimmt wissen, was das Ganze mit der Eifersucht zu tun hat, nicht wahr? Dazu komme ich sofort. Vorab noch eine andere Frage. Die Frage warum? In welche Zeit richtet sich diese Frage? In die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft? Sie haben es bestimmt erkannt. Die Frage warum richtet sich in die Vergangenheit. Können Sie Ihre Vergangenheit verändern? Wenn Sie sich also die Frage stellen, warum leide ich unter Eifersucht? Oder was kann man gegen Eifersucht machen? Geben Sie Ihrem Unterbewusstsein einen Auftrag. Jetzt sucht Ihr Unterbewusstsein in der Vergangenheit nach Erlebnissen zum Thema Eifersucht und Verlust. Mal ganz ehrlich, wie fühlen Sie sich, wenn Sie an negative Erlebnisse aus der Vergangenheit denken? Die meisten meiner Klienten beantworten diese Frage eher so: Ich fühle mich schlecht. Wollen Sie sich schlecht fühlen? Was ist also eine bessere Frage? Die bessere Frage ist, wie? Wie kann ich eine glückliche und entspannte Beziehung führen? Die Frage wie löst jetzt auch einen Suchprozess im Unterbewusstsein aus. Auch für ca. 48 bis 72 Stunden. Allerdings lösungs- und zukunftsorientiert. Das bedeutet, Ihr Unterbewusstsein sucht jetzt nach Lösungen, wie Sie in der Zukunft eine glückliche Beziehung führen können. Und wie fühlen Sie sich, wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie in der Zukunft eine glückliche und gute Beziehung führen? Meine Klienten beantworten diese Frage immer mit: Ich fühle mich großartig damit. Und genau das wollen wir erreichen. Sie sollen gute Gefühle in Ihrer Beziehung haben. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Therapieangebote zum Thema Eifersucht und Verlustangst. Es gibt verschiedene Therapieangebote. Hier sollten Sie darauf achten, einen wirklichen Spezialisten zu finden, der mit Ihrem Thema auch wirklich vertraut ist. Nehmen Sie keinen Therapeuten, der nur Standardverhaltenstherapie oder Gesprächstherapie anbietet. Das hilft Ihnen einfach nicht. Das American Heels Magazine hat dazu Folgendes veröffentlicht: Psychoanalyse. 38% Genesung nach 600 Sitzungen. Bei einer Sitzung pro Woche sind Sie also nach ca. 12 Jahren fertig. Verhaltenstherapie. 72% Genesung nach 22 Sitzungen. Bei einer Sitzung pro Woche sind Sie nach ca. 6 Monaten fertig. Hypnosetherapie. 93% Genesung nach 6 Sitzungen. Das heißt, bei einer Sitzung pro Woche sind Sie nach knapp anderthalb Monaten fertig. Die Hilfe durch Selbsthilfegruppen. Meine Meinung dazu ist: In der Gruppe leiden ist noch viel blöder als alleine. Also, Selbsthilfegruppen sind nicht geeignet, um Eifersucht gezielt aufzulösen. Wenn Sie sich also jetzt die Frage stellen, was kann man gegen Eifersucht machen, dann habe ich für Sie zwei Vorschläge. Besuchen Sie jetzt meine Seite www.eifersucht-coaching.de/soforthilfe. Sie erfahren hier kostenfrei, wie Sie noch heute die Basis legen für ein Leben ohne Eifersucht und ohne Verlustangst. Vorschlag Nummer 2. Sie besuchen unser professionelles Eifersucht- und Verlustangst-Coaching in Düsseldorf. Schreiben Sie uns, gehen Sie dazu auf unsere Seite www.eifersucht-coaching.de. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch meinen Channel. Klicken Sie dazu auf den Button Abonnieren. Auch freue ich mich über Ihre netten Kommentare und einen Daumen nach oben. Ihnen eine gute Zeit und eine glückliche Beziehung.